Joi, es ist der 5.11., der 5. November 2010. Es ist Freitag, es ist Vlogging-Tag und eine Premiere. Das erste Mal auf dem neuen Arbeitsweg. Mike, du bist falsch. Nein, ich bin nicht falsch. Es war noch die gleiche Start-U-Bahn, aber anderer Umsteigebahnhof, nämlich Wilmersdorfer Straße, sprich eins weiter. Jetzt geht es nämlich mit der S-Bahn weiter. Ja, seltsam ist das hier. Früh eigentlich viel mehr Leute sind als Bismarckstraße, einer unserer Hauptlinien. So, jetzt fahren wir um Affe-Kummer. Und zwar hier. Kaffee! So, und raus bin ich, weil ich jetzt mit der S-Bahn weiter muss. Ich hasse ja eigentlich S-Bahn fahren. Ich weiß nicht wieso, also ich liebe die U-Bahn. Busse sind inzwischen auch okay, aber S-Bahn, ich weiß nicht, weil es irgendwie so ein. Die sind immer irgendwie ein bisschen grottig. Da kommt sie schon. Jo, damit wären wir am Hackischen Markt. Aber ist schon lustig, dass man Juristen fast immer am Gesicht erkennen kann. Ich weiß nicht, die haben irgendwie immer so einen leicht arroganten Blick drauf. Und die Nase immer ein bisschen höher. Da hatte ich 4 Stück von meiner Bahn. Ja, morgens früh ist, geht's hier noch. Weil nur Leute, die hier was zu tun haben, unterwegs sind. Keine Touris und sonstigen Leute, die einem im Weg stehen. Ja. Ah, übrigens, hier BZ, ich weiß, was ihr vorhabt. Und so als Hinweis, es geht nicht um den sichersten Jet, sondern Qantas ist die sicherste Fluggesellschaft. Und da kann schon immer mal was abfallen. Ja, natürlich haben wir auch einen Starbucks in der Nähe. Ihr wisst schon, da wo man hingeht, wenn man keinen Kaffee mag. Aber irgendwie wichtig aussehen will. Ja, vom Interieur sind wir von Altpatrizierhaus zu etwas spooky gewechselt, aber nur was die Durchgänge angeht. Das eigentliche Haus geht dann wieder. Ja, und wenn ich die Treppe sogar zum Treppenhaus, die Tür zum Treppenhaus aufschließen muss, dann kann das nur eins bedeuten. Richtig, erster. Und da heute Freitag ist, interessiert's euch? Yep, 5 in a row. Auch Montag am Umzugstag. Natürlich war ich Erster. Ja, wie schon gesagt, kein Aufzug, sondern Laufen. Treppe. Gut. Nee, die Sache mit Qantas, wer es nicht mitgekriegt hat. Qantas Maschine hat Triebwerksteile von der Verkleidung verloren. Über einem Wohngebiet. Und die BZ hatte als Aufmacher und so ein Schrott soll über Berlin fliegen. Direkt auf der Titelseite. Ich glaube, die BZ würde gerne etwas Einfluss nehmen auf die Flugrouten des BBI. Vloggen und Treppensteigen ist nicht so eine gute Idee. So, vor lauter Vloggen darf ich vor allem eins nicht vergessen, die Alarmanlage auszuschalten. Yeah, kein Alarm ausgelöst. Ja, neue Küche. Etwas so groß wie die alte, nur ein bisschen moderner ausgestattet. Jo, bei dem BZ-Artikel geht es natürlich um die Diskussion. Ich denke mal, außerhalb von Berlin dürfte das bekannt sein, der BBI, hier wurden die Flugrouten bekannt gegeben und natürlich, weil der Flughafen relativ in der Nähe von Wohngebiet ist, gehen natürlich auch Lande- und Startrouten, je nachdem, ob sie nach Norden, Osten, Süden oder Westen starten, auch über das Stadtgebiet, über Kleinstädte, über Dörfer und so weiter und so fort.
Und plötzlich ist es eine Riesendiskussion. Und ich weiß auch wieso. Weil nämlich unter anderem Flugrouten über hier Lichtenrade, Marienfelde, Teile von Steglitz gehen, wo halt die Damen und Herren, die sich einer besseren Klasse angehörig fühlen, ihre Residenzen haben. Und ja, die hatten bis jetzt keinen Fluglärm und haben dementsprechend natürlich auch mehr bezahlt und fühlten sich halt, wie gesagt, als was Besseres. Und herzlichen Glückwunsch in der Großstadt. Jetzt sind sie auch vom Fluglärm betroffen. Teilweise nur unwesentlich, aber ich sag mal, wir wohnen auch in einer Einflugstreise. Okay, wir würden davon profitieren, dass Tegel geschlossen wird, weil wir haben dann keinen Lärm mehr. Aber ich sag mal, wir konnten es uns auch nicht aussuchen. Und vor allem cool ist, alle denken immer, oder es hört sich immer so an, als wenn das Fliegen über Wohngebiet oder Stadtgebiet, was total Neues ist. Unsere Freunde in Reinickendorf wohnen direkt in der Einflugschneise und ich sag mal so, da fliegen die Flieger über mehrere tausend Köpfe hinweg, vielleicht sogar mehrere zehntausend Köpfe. Bei uns genau das Gleiche. Als Tempelhof noch offen war, also der Flughafen mitten in der Stadt, ja, egal welche Route Anflug war oder Abflug war, es ging immer übers Wohngebiet, also es ist jetzt keine Neuerung. Ja, und jetzt tun sie alle so, als wollte irgendjemand Bevölkerung absichtlich in Gefahr bringen, um einfach zu verschleiern, dass ja, sie fühlen sich jetzt gestört. Sorry, auch ihr seid jetzt betroffen. Naja, aufgrund der medialen Ausschlachtung jedenfalls haben viele jetzt den Eindruck, dass irgendwelche Flughafenbetreiber und Fluglinien uns, warum auch immer, absichtlich in Gefahr bringen wollen. Freunde, so ist es nicht. Jo, völlig neues Vlogging-Gefühl in der Hütte. Mal gucken, ob der Schall nicht allzu wild ist. Ja, das Freitagsthema hat man schon irgendwie gemerkt. Es geht um mediale Einflussnahme, sprich Einflussnahme der Medien, zum Beispiel in den Meinungsfindungsprozess, die öffentliche Meinungsbildung zu politischen Zwecken und so weiter und so fort. Angefangen habe ich halt mit dem Beispiel, weil es drängt sich förmlich auf, also dass die BZ zum Beispiel gegen Flugrouten ist, die über bewohntes Gebiet führen, ist eigentlich kein Geheimnis. Natürlich ist man dafür, dass nichts über bewohntes Gebiet geht, damit Leute nicht gesundheitlich und so weiter und so fort, wir erkennen das alle. Dass es natürlich, sag ich mal, bei Flughäfen in Ballungsgebieten unmöglich ist, Starts und Landung über komplett unbewohntes Gebiet zu machen, sollte auch jedem klar sein, ist es eigentlich auch. Ne? Also diese Diskussion gibt es eigentlich jedes Mal. Die gibt es in Frankfurt, die gibt es hier in Berlin. Das war unter anderem das Argument zur Abschaffung von Tempelhof. Also das haben wir jedes Mal. Interessant ist, dass jetzt eben, nachdem die ersten Anwohner und wie gesagt Neubetroffenen angefangen haben zu protestieren, die natürlich jetzt, auch wenn alle gleich sind und alle jede Stimme das gleiche Gewicht hat, aber auf jeden Fall einfach mehr Gehör haben, weil das, sage ich mal, zumindest der untere Teil unserer sogenannten gesellschaftlichen Elite ist, also weil die betroffen ist, ist es natürlich, sage ich mal, lauter das Geschrei, also jetzt auch, wird eher politisch gehört, als wenn irgendwelche No-Names sich irgendwo an eine Landstraße stellen und da protestieren. Und das interessiert Politiker in der Regel nicht so doll, das würden sie nie offen zugeben, aber so ist es. Naja, und dementsprechend interessiert es auch die Medien und die haben sich darauf gestürzt, weil es ist so ein Berlin-Thema und so ein, es gab um diesen Flughafen eh schon so viel Diskussion und Streit und so viel Pannen, übrigens die Pannen auch überwiegend hochgeschrieben, weil das waren jetzt ganz normale Pannen, die bei jedem Bau passieren, ne, aber ja, macht sich halt gut, ne, weil umstrittenes Projekt ist jeder Fehler natürlich Gold wert. Alles, was natürlich super läuft, ja, ist nichts der Erwähnung wert. Wie gesagt, ich stehe diesem neuen Flughafen eigentlich relativ neutral gegenüber. Ich finde es schade, dass Tegel zugemacht wird, weil der einfach super war, der Flughafen. Wenn der neue auch super wird, ist kein Problem. Anbindung ist ein bisschen schlechter, aber egal. Gut, nee, mir geht es um was anderes. Seit die Medien sich drauf gestürzt haben,
reden hier Leute von Flugrouten und protestieren dagegen. Kein Überflug über ihre Häuser. Die sind da nicht mal von betroffen. Also ich hatte gelesen, Platzek hatte das, glaube ich, geschrieben oder in einem Interview gesagt, dass Leute, die in seinem Kiez wohnen, ihn darauf angesprochen haben, so von wegen, oder der Potsdamer Bürgermeister, einer von beiden hat es jedenfalls gesagt, auf jeden Fall, die haben ihn darauf angesprochen, kein Flugverkehr über uns. Und dann sagte er, ja, dann guckt mal nach oben. Wir haben schon seit Jahren Flugverkehr oben drüber, ja, weil eine der Anflugschneisen von Tegel und ich glaube sogar eine für Schönefeld geht direkt über Potsdam. Das haben die bis jetzt nicht mal gemerkt, dass sie Flugverkehr über den Köpfen hatten. Was einfach daran liegt, die sind noch mehrere tausend Meter hoch. Das heißt, die haben sie nicht mal gehört. Ne? Aber jetzt, Alter, jetzt wollen wir auf gar keinen Fall Flugverkehr haben. Der Flugverkehr wird sich für sie überhaupt nicht ändern. Ne? Alles nur, weil die Medien das ein bisschen anschieben. Ich weiß momentan noch nicht, wer da was von haben soll. Ich glaube, es geht einfach nur um Auflagensteigerung und Imagebildung der Medien. Ja, die sind auch dagegen für uns und so weiter. Andere Beispiele in den letzten Tagen hatten wir auch. Und zwar würde ich mal sagen, diese ganze Bombenanschlagspakete mit Bomben drin, in Flugzeugen transportiert und so weiter und so fort. Ja, das ist schlimm. Ganz vorab, wer Bomben legt, baut, verschickt, benutzt, sonst was, ist ein absoluter Idiot. Darum geht es nicht. Es geht mir eigentlich um was anderes, nämlich dass unsere Herren und Damen Journalisten wieder Steigbügelhalter für die Politik sind. Und zwar, denke ich mal, werden wir demnächst, oder fängt ja gerade an, eine neue Sicherheitsdebatte haben. Nämlich, plötzlich sind wieder viele Bomben da. Ehrlich, ich nehme es euch einfach nicht ab. Also, ich nehme euch nicht ab, dass jetzt diese eine Bombe ein Einzelfall war. Ich behaupte, dass in regelmäßigen Abständen an Leute, die herausstehen, ob prominente Politiker oder prominente Politiker, immer irgendwann mal Drohbriefe, Sprengsätze, Brandbomben, sonst irgendwas verschickt werden, weil deswegen gibt es die Sicherheit. Und ich behaupte, dass die meistens ausgefiltert werden. Und das interessiert die Presse keine Bohne. Außer es ist in irgendeiner Art und Weise opportun. Ja, das macht sich also pressemäßig wieder gut. Das heißt also, werden wir demnächst, wird der Herr de Maizière mal wieder die erhöhte Flugsicherheit propagieren und Fluggastlisten und naja, wir wissen es, was da alles kommt. Manchmal höre ich eigentlich an wie so ein Verschwörungstyp. Es ist halt einfach nur, hey, so ist es. Ne? Ich witter da auch keine Illuminatenverschwörung hinter, versprochen. Es ist halt einfach so, ich finde, es ist so durchsichtig, was da passiert. Ne? Auch das ist einfach Pressemache. Irgendein innenpolitisches oder gesellschaftspolitisches Thema und plötzlich stürzt sich die Presse drauf, weil erstmal wird es angestoßen von politischer Seite und dann fängt die Presse an, weil es ist ja gerade im Gespräch, einfach Heuwegelchen, dann fängt die Presse an loszulaufen und zu buddeln, um Begebenheiten, die dazu passen, rauszusuchen. Und plötzlich hat man als Rezipient den Eindruck, Alter, was ist los? Das passiert überall und. Ich bin gegen Zensur. Ich liebe die Pressefreiheit. Ich bitte nur alle, immer sehr kritisch Presseartikel, Fernsehbeiträge, YouTube-Beiträge sich zu überlegen, anzugucken und selber nachdenken. Also, hört sich banal an, aber bei manchen Leuten ist es halt anders. Yep, Wochenende. Ja, Menschenmassen und dumme Touristen sind so das Manko am Hackeschen Markt, ein Büro zu haben. Vor allem zum Feierabend. Nein, ich kann nicht helfen. Jo, eine Busfahrt noch und dann sind wir zu Hause.
Ich gehe mal davon aus, auch für den Busfahrer war es schon ein langer Tag, weil er wäre fast an der Bushaltestelle vorbeigebrackert. Ich habe schon gesehen, dass du ganz leckeres Zeug machst. Kannst du doch von da draußen gar nicht sehen. Doch. Appetit.